Die Farbe der Paprika sagt etwas über den Reifegrad aus. Sie beginnt grün, wird gelb und am Ende rot. Die Mikronährstoffe sind bei allen Farben in etwa die gleichen. Aber während zum Beispiel die rote Paprika einen höheren Gehalt an Vitamin C hat, hat die grüne Paprika nicht nur einen 25% höheren Eisengehalt als die rote Paprika, sondern auch einen höheren Ballaststoffgehalt und noch etwas sehr, sehr Wichtiges mehr. Die grüne Paprika hat einen viel höheren Gehalt an Polyphenolen. Das sind in Pflanzen die sekundären Pflanzenstoffe wie Quercetin oder OPC. Auch deren Bedeutung wächst stetig. Ich hatte das schon bei der bitteren, noch nicht mega süßen Kaki erklärt. Während die Frucht reif am besten schmeckt, auch meistens die meisten Mikronährstoffe hat, ist es durchaus sinnvoll, auch unreife Früchte zu essen. Aber brechen wir das mal ein Stück weiter runter. Wenn du Sprossen machst, wenn du Sprossen ziehst, das sind auch unreife Pflanzen. Die sind ja in verschiedenen Aspekten zweifellos gesünder als die reife Pflanze. So ein kleiner Spross. Es ist Zeit, sich von Dogmen zu lösen und zu differenzieren. Heute erfährst du ausgehend einer gestern veröffentlichten Studie richtig viele und neue Aspekte über die Paprika und welche Paprika du vielleicht besonders kaufen solltest und warum die gehypten Chilis nur auf den ersten Blick gesünder sind und wie du überhaupt an das Quercetin kommst und vieles mehr. Das Video ist vollgepackt mit aktuellen Informationen aus der Wissenschaft, um dein Leben zu boosten. Guten Morgen, du Lebensoptimierer. Ich bin Samu und begleite dich in deinem Leben. Capsicum annuum, das bezeichnet die Pflanze, dessen verschiedene Sorten sowohl von der milden grünen Gemüsepaprika bis hin zur scharfen, kleinen, feuerroten Chili reichen. Es ist aber immer dieselbe Grundpflanze. Ich zeige dir, wie du die Vorteile dieser hochkomplexen Frucht nutzt und die Gefahren vermeidest. Viele meinen, die hochrote Chili ist die beste. Oft wird bei der Paprikapflanze immer das Capsaicin erwähnt oder der Capsaicin-Gehalt. Da kannst du dir merken, umso schärfer die Paprika, umso mehr Capsaicin. Also so eine kleine rote Chili hat mehr Capsaicin als eine grüne Gemüsepaprika. Und Capsaicin hat ein wirklich großes gesundheitliches Potenzial. Dieser Stoff wird als Antibiotikum eingesetzt. Er hat auch schmerzstillende Wirkung. Ist ein echtes Multitalent in der Medizin. Es muss jedoch auch gesagt werden, dass ein übermäßiger Verzehr von Capsaicin toxisch sein kann und lokale Irritation und Atembeschwerden auslösen kann. Und jeder, der mal scharfe Chilis gegessen hat, da hat das schon mal erlebt, die Signale des Körpers. Der spürt, okay, das ist jetzt nicht in unbegrenzten Mengen gesund. Aber was wenige wissen, Capsaicin hat auch ein erhöhtes Potenzial, bestimmte Krebsarten auszulösen. Unser Körper warnt uns aber auch davor, wenn wir was Scharfes essen. Oh, scharf. Viele machen dann Wettbewerb draus. Völlig ungesund. Aber keine Angst, hin und wieder schön Chili und auch mal scharf essen. Völlig gesund. Aber man sollte Chilis nicht ohne Ende konsumieren. Die Paprika ist eine hochkomplexe Frucht. In der grünen Gemüsepaprika, die so ein wenig stiefmütterlich behandelt wird, sind eher wenig Gehalte an Capsaicin. Und deswegen können auch die grünen Paprika bedenkenlos bis 3-4 Kilo am Tag gegessen werden. Was auch viele nicht wissen, Capsaicin entsteht nur, wenn die Pflanze unter Stress gesetzt wird, wie Trockenheit und große Hitze. Quasi das Cortisol der Pflanzen. Umso schonender, umso schöner es die Pflanze hat, umso weniger Capsaicin wird gebildet. Ist zumindest auch ein interessanter Fakt, wenn man so gefühlstechnisch da seine Nahrung bewertet. Naja. Gut, im Vergleich zu capsaicinhaltigen Chilis, die aufgrund ihrer Schärfe natürlich nur in geringen Mengen aufgenommen werden kann, vielleicht als Gewürz oder mal hin und wieder eine Chili, hat eben die grüne Gemüsepaprika oder generell die Paprika den Vorteil, dass durch sie viel mehr Nährstoffe und Polyphenole unbedenklich aufgenommen werden. In eben gerade die grüne Paprika mit ihrem extrem hohen Anteil an Polyphenolen. Obwohl der absolute Gehalt an Capsaicin, was wirklich etwas Gesundes ist, geringer ist. In Gemüsepaprika ist kein Capsaicin oder sehr wenig, aber sehr wohl, und jetzt wird es interessant,
Capsaicinoide. Anders als Capsaicin haben nicht scharfe Capsaicinoide wie Capsiat auf die Mundhöhlenrezeptoren zwar keinen Einfluss, dafür aber auf die Rezeptoren im Darm. Und die krebsauslösenden Effekte konnten da nicht festgestellt werden. Also nur das Positive in der grünen Gemüsepaprika. Aber wie eine japanische Studie zeigte, sorgen zudem nicht scharfe Capsaicinoide, genau wie Capsaicin, auch bei Übergewichtigen für einen gesteigerten Energieverbrauch und kurbelt die Fettverbrennung an. Und eine zweite Studie untermauert auch dies. Also auch das noch ein positiver Aspekt. Es muss nicht wehtun. Es muss nicht wehtun. Und vergessen wir nicht, Capsicum annuum ist immer dieselbe Pflanze, also Chili und grüne Gemüsepaprika. Und nur weil diese gestressten Varianten diesen scharfen Stoff herstellen, müssen sie nicht automatisch besser sein. Genau dasselbe, was ich schon für den Reifegrad zwischen roter und grüner Paprika gezeigt habe. Wo man denkt, okay, das Rote muss dann automatisch besser sein, weil es reifer ist. Wenn man die Familie der Paprika, also die Capsicum-Gewächse, dann noch erweitert und zum Beispiel Capsicum pubescens betrachtet, dann hat man dort am Beispiel der Baumpaprika erkannt, dass die Lipidperoxidation im Gehirn gesenkt wird. Bei diesem Prozess, also der Lipidperoxidation, da gibt ein Lipid, ein Elektron, an reaktive Radikale ab. Die dadurch in Gang gesetzte Kettenreaktion, eine radikalische Kettenreaktion, die kann bei Lipiden in der Zellmembran zur Schädigung führen. Und ja, Paprika regelt. Wir müssen uns im Klaren darüber sein, dass wir bei weitem noch nicht alle Zusammenhänge der Natur verstehen und auch nicht jedes Lebensmittel und wie es wirkt. In diversen Studien hat man auch herausgefunden, dass eben nur die einzigartige Synergie in der Paprika diese extrem hohen gesundheitlichen Vorteile mit sich bringt. Also nichts mit Nahrungsergänzungen und irgendwie versuchen im Baukastenprinzip seine Ernährung mit Supplementen so zu gestalten, dass es dann perfekt ist, dass man alles irgendwie zusammengebaut hat. Habe ich auch schon durch. Ne? Wie du als Abonnent dieses Kanals bei meinen Selbstexperimenten inklusive meiner Bluttests immer gut mitverfolgen konntest. Ich habe viel ausprobiert und ich werde wahrscheinlich auch noch viel ausprobieren. Weiterhin ist es von elementarer Bedeutung, wie und wo die Paprika aufwächst. Auch das vergessen viele. Kaufen Paprika, ja, ist gesund. Im holländischen Hightech-Bunker oder fernab der Zivilisation bei Kleinbauern und täglich von der Sonne geküsst. Macht einen riesen Unterschied. Ob sie maschinell geerntet und verarbeitet werden oder eben von Hand gepflückt und ja, sonnengetrocknet werden. Du kommst bis auf den eigenen Garten in Deutschland kaum noch an hochwertige grüne Paprika. Lebe gesund Versandhandel, der die beste Obst und Gemüse frischer Qualität hat, der hat sie auch nicht immer im Sortiment. Und mittlerweile wissen die Abonnenten meines Kanals, was ich in so einer ausweglosen Situation mache. Ich schaue mir mal bei Lemberona das Angebot an, den mit Abstand besten Händler von getrockneten Produkten. Die grüne Paprika, die man dort kaufen kann, die ist so mega aromatisch. Und wir reden hier von einer unreifen Frucht. Da ist mehr Geschmack in dieser grünen Paprika drin, als in einer auf maximalen Wassergehalt prall und hochglanzpolierten holländischen roten Paprika. Die muss gesund sein. Vom Nährstoffgehalt ganz zu schweigen. Und das Tollste kommt das noch. Die Paprika von Lemberona, das ist einfach nur schonend an der Sonne getrocknet. Und wenn die Sonne gerade mal keinen Bock hat, solar getrocknet. Ökologisch und schonend. In 100% Rohkostqualität, weil das ganze Unternehmen weiß, dass erhitzte Produkte einen Großteil der teilweise empfindlichen Inhaltsstoffe zerstören. Und die sind wichtig, sehr, sehr wichtig. Unsere Biologie ist darauf ausgerichtet, dass wir durch die Natur streifen, dort mal was essen und dort mal was essen. Mal reif und auch mal unreif. Mal eine Wurzel, mal eine Frucht, mal ein Blatt. Die grüne Paprika ist natürlich biozertifiziert und nur von kleinen Bauern aus dem usbekischen Hinterland. Und ja, und dann schau mal bei Amazon, wenn du nach diesem tollen Gemüse suchst, was du da sonst noch findest. Nicht bio für 30 Euro das Kilo vom Bremer Gewürzkontor. Habe ich früher sehr viel bestellt. Irgendwelche nicht bio Flocken von chinesischen Großhändlern. Und dann gibt es eben Lemberona. Rohkost, Bio, Fairtrade, sonnengetrocknet, von Kleinbauern, geschmacklich mega intensiv und auf freiem Himmel in kleinen Plantagen gewachsen. Für 19,99 € das Kilo. Hier sieht man wieder, was Information ausmacht. Und ich leiste heute meinen Beitrag.
das Tollste für mich persönlich ist, dass im getrockneten Zustand man sie das ganze Jahr kaufen kann. Die Inhaltsstoffe sind aufgrund der schonenden Verarbeitung alle noch enthalten. Man kann sie universell einsetzen und man kann sie eben lagern, problemlos. Ich persönlich snack die grüne Paprika einfach, ohne Scheiß. Wer meine Bilder bei Instagram und Facebook gesehen hat und wer verfolgt mich gerne bei Instagram und Facebook, unten sind die Links, der weiß, dass Snacken für mich, seit ich bei Lembarona bestellt habe, eine ganz andere Bedeutung bekommen hat. Die getrockneten Paprikateile, das sind wie so kleine Beef Jerkys, wo man aromatisch auf drauf rumkauen kann und immer gesunde Crunchies am Start hat. Mega geil. Auch die Kaki, die getrocknete Kaki, im Kino einfach nur noch Gemüse und Obst getrocknet. Wahnsinn. Einfach nur genial. Ich habe dir sowohl für Deutsche die grüne Paprika von Lembarona bei Amazon verlinkt, als auch für die Österreicher direkt auf die Webseite von Lembarona. Macht sich von Versandkosten jeweils besser. Und ja, ich weiß, sind immer relativ schnell ausverkauft nach so einem Video, aber ja, ist halt so. Und deswegen mache ich das immer so, weil ich ein großer Egoist bin. Ich bestelle mir immer vor dem Video gleich ein paar Packungen, da ich genau weiß, dass es dann vielleicht wieder ein paar Wochen nicht gibt. Ja, also, das ist ja auch Sinn des Kanals, ne? Auch ein bisschen animieren, gute Dinge, also ins Tun zu kommen, gute Dinge zu machen, gute Dinge zu kaufen. Wir brauchen alle Lebensmittel und dann wenigstens für gute Qualität. Gut. Zieh dir die grüne Paprika rein, meine Empfehlung für heute. Du musst keine Bedenken haben wegen Capsaicin. Du hast die Capsaicinoide. Wow, ich hab's gelernt. Du bekommst mehr Ballaststoffe, mehr Eisen als in der roten Paprika und vor allem mehr Polyphenole. Wenn du es liebst, wie ich dich dreimal die Woche mit aktuellen Studien und Inspirationen versorge, werde gerne Kanalmitglied, unterstütze mich und meine Arbeit. Alles Liebe und willkommen im Leben, dein Samu.